Also ich möchte euch auch alle sehr herzlich begrüßen. Für mich ist heute ein ganz ungewohnter Rahmen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Normalerweise bin ich das nur gewohnt, mit Bildern vor Leuten zu sprechen, einmal ganz was anderes heute, aber es freut mich wahnsinnig. Es ist eine sehr gemütliche Atmosphäre, klar, eng und, und ich hoffe, dass alle gut hören. Kann ich sitzen bleiben? Ich hoffe, das stört nicht, das wird doch ein bisschen länger dauern. Genau. Ja, wie wahrscheinlich viele wissen, bin ich aus Spital am Bürn, also gerade an der Grenze zur Steiermark aufgewachsen. Ich komme aus einer sehr großen Familie. Ich habe 5 Geschwister, 3 Brüder und 2 Schwestern. Und habe bis zum heutigen Tag niemand dazu bewegen können, dass sie mit mir am Berg gingen, auch nicht auf die heimischen Berge. Und da drin habe ich auch zum Bergsteigen angefangen mit dem Herrn Pfarrer aus Spital am Bürn, der mittlerweile in Pension ist. Der war ein richtig guter Kletterer zu damaliger Zeit, aber mit uns ist er erst einmal nur Wanderungen gegangen. Er war derjenige, der uns Kinder damals wirklich die Natur näher gebracht hat, die Bergwelt, die Tierwelt näher gebracht hat. Und ich habe als kleines Dirndl halt schon gemerkt, dass sie mich wahnsinnig gern bewegt, dass ich das eigentlich brauche. Wenn ich draußen war, wenn ich irgendwo oben war, dann habe ich mich sehr wohl gefühlt. Aber ich habe als Kind auch noch viele andere Sportarten gemacht. Ich war beim Turnverein, beim Skiverein, also alles, was Bewegung war und vor allem draußen, das hat mir halt besonders taugt. Und es war dann so, dass ich mich immer mehr fürs Skitourengehen interessiert habe, fürs Klettern, fürs Eisklettern später auch, und habe dann immer mehr Tiervorträge angeschaut, die irgendwie mit dem Bergsteigen zusammenhängen. Und hängen geblieben bin ich dann bei einem Vortrag über den K2 damals. Ich war 16 Jahre, das war im Oktober ein Vortrag, das werde ich nie vergessen. Mein Papa hat mir damals 100 Schilling gegeben und hat gesagt, ja, wenn du machst, schaust du das halt auch. Er hat es nicht verstanden, warum ich da hin möchte. Und das war damals zwar zu einem sehr traurigen Anlass, weil der Alfred Immitz aus Spital am Bürn damals am K2 leider ums Leben gekommen ist, auf der Schulter oben. Aber trotzdem habe ich das Positive damals schon in Erinnerung gehalten, nämlich den Anmarsch, was da gezeigt haben ins Karakorum, eine die faszinierende Bergwelt, die hat mich begeistert. Und das war dann auch der Auslöser für mich, dass ich mir gedacht habe, irgendwann möchte ich die Berg wenigstens einmal von herunten in Natura anschauen. Damals habe ich echt nicht daran gedacht, dass ich womöglich da irgendwann einmal aufsteigen könnte. Ich wollte es nur mal sehen. Da vor einem 8000er steht, das war mein größter Traum. Und es hat mich dann, ich glaube, das ist einfach so im Leben, es hat mich zu den Leuten hingezogen, die mit dem Bergsteigen zu tun haben, mit dem 8000er Bergsteigen auch. Ich war dann in einem Freundeskreis, wo das Thema geworden ist. Und so hat sich das dann langsam entwickelt, dass wir uns damit auseinandergesetzt haben, einen 8000er sogar einmal zu versuchen. Und im Vorfeld muss ich zugeben, ich habe viele Berge in die Ostalpen bestiegen. Und mein höchster Berg bis zu dem Zeitpunkt war der Mont Blanc, also knapp 5000 Meter hoch. Also nicht so, wie es eigentlich sein sollte, einmal ein 5000, einmal ein 6000, dass ich langsam herantasten. Aber ich habe mir damals überhaupt keinen Stress gemacht. Ich habe mir gedacht, ich probiere das jetzt mit dem Broad Peak einmal und schaue mal, wie weit ich komme. Aber ich habe mich natürlich bestmöglich darauf vorbereitet. Mein Beruf als Krankenschwester habe ich zu dem Zeitpunkt ausgeübt in Rottenmann in der Obersteiermark. Ich bin deswegen nach Rottenmann gegangen, weil da sind die Berge daheim sozusagen. Also da habe ich wirklich, wenn ich Mittagspause gehabt habe, bin ich schnell auf Steiner Mandl aufgerannt. Und um 3 hat dann die Arbeit wieder angefangen. Und das war für mich so eine Vorbereitung. Ich habe da im Windischgasten gewohnt, bin dann oft mit dem Radl in die Arbeit gefahren in der Früh, 3:30 schon weggefahren und auf die Nacht wieder heim, dass ich wirklich richtig gut darauf vorbereitet bin, körperlich auf das, was mich dort erwartet. Ich habe wirklich nicht genau gewusst, was mich erwartet, habe mir nur gedacht, es wird sicher wahnsinnig kalt werden, das habe ich gehört, und ob ich die Höhen vertrage, ohne künstlichen Sauerstoff da aufzusteigen, das werden wir sehen. Und ich habe mich intensiv mit der Akklimatisation auseinandergesetzt im Vorfeld, habe gewusst, man muss sich Zeit lassen, man muss sehr viel trinken. Und an das habe ich mich dann auch gehalten und habe das dann da drüben wirklich trotz der großen Anstrengung für mich ganz intensiv aufnehmen können, wirklich genießen können.
Und was für mich auch ausschlaggebend war, schon beim ersten hohen Berg, dass ich meine ganze Ausrüstung selber trage. Wir haben keine Hochträger engagiert, wie das heute vielleicht üblich ist. Ich wollte wirklich alles aus eigener Kraft aufgetragen. Und da waren wir damals eine 8-köpfige Mannschaft. Und um das jetzt kurz zu machen, wir haben damals den Vorgipfel erreicht. Also das war nicht der allerhöchste Punkt, sondern circa 20 Meter niedriger. Und es ist eine Distanz gewesen von einer Dreiviertelstunde. Also wenn man gerade so umgeschaut hat am Hauptgipfel, dann hat man gar nicht groß einen Unterschied gesehen, aber es ist halt trotzdem eine Dreiviertelstunde mindestens hin zu steigen und vor allem wieder Dreiviertelstunde zurück. Und für mich war das klar, irgendwann möchte ich da einmal am allerhöchsten Punkt rumstehen. Aber zu dem Zeitpunkt war das nicht wichtig. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, da jetzt über 8000 Meter zu sein, das auch auszuhalten. Und ja, es geht mir einfach gut. Und nachdem ich vom Broad Peak zurückgekommen bin, habe ich das Höhenbergsteigen überhaupt nicht mehr ausgelassen. Ich habe dann immer viel gearbeitet, Überstunden gemacht als Krankenschwester, habe geschaut, dass ich wirklich mein ganzes Geld zusammenspare, damit ich mir möglichst bald die nächste Expedition leisten kann. Und so bin ich dann in den Folgejahren auf 6.000 und 7.000 dann unterwegs gewesen. 8.000er Expedition war vom Urlaub her nicht drin. Man braucht da doch immer auf jeden Fall 2 Monate Zeit, damit man einmal schlechtes Wetter aussitzen kann. Und so habe ich dann 97 die Amma der Plan bestiegen. Und das ist ein unbeschreiblich schöner, wunderschöner, großartiger 6.000er, 6.800 Meter hoch. Schwierig, technisch anspruchsvoll. Und 98 dann am Choyu, das war dann mein erster wirklicher 8000er Hauptgipfel. Und da habe ich dann gewusst, das ist genau meins. Da ist mir richtig gut gegangen. Und so war ich dann in den Folgejahren immer unterwegs. Ich habe dann im Jahr 2000 meinen Beruf als Krankenschwester aufgegeben. Aus dem Grund, weil ich wirklich nicht mehr zusammengekommen bin mit dem Urlaub. Also ich habe nicht mehr so viel Zeit gekriegt, als ich braucht hätte, und ich habe mich dann ein Jahr karenzieren lassen und habe dann nochmal als Urlaubsvertretung gearbeitet, aber habe dann nicht mehr zurückgefunden. Und den Beruf Krankenschwester habe ich wirklich ebenfalls leidenschaftlich gern ausgeübt, das muss ich schon sagen. Ich war in Rottenmann auf einer internen Station mit Schwerpunkt Onkologie. Und das hat mich sehr, sehr bereichert. Also da waren sehr viele intensive Begegnungen und habe aber gespürt, dass ich als Ausgleich eben mich bewegen muss. Und vor allem in die Berge habe ich meine Ruhe gefunden, habe ich total abschalten können. Und was ich vielleicht im Vorfeld vergessen habe, was mir wirklich wichtig ist, ich bin als Kind wettkampfmäßig Ski gefahren und auch Mountainbike-Rennen gefahren und habe für mich wirklich gemerkt, Wettkampf, das ist nicht meins, überhaupt nicht. Also meine Freundinnen waren plötzlich Konkurrentinnen und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und beim Bergsteigen habe ich genau das eben nicht gehabt. Da geht es nicht um irgendeinen Wettkampf, um irgendeinen Rekord, sondern einfach bewegen, erleben in der Natur und natürlich auch Herausforderungen annehmen und die gut bewältigen. Und das war es eigentlich. Und umso mehr habe ich das jetzt wirklich abgelehnt in den letzten Jahren, wie viele von euch vielleicht mitgekriegt haben, dass wir da schon in so einen Wettkampf gedrängt worden sind, wir Frauen, was das Höhenbergsteigen, das 8000er Bergsteigen betrifft, wer die erste Frau sein wird auf allen 8000ern. Mich hat das wirklich nie interessiert. Mir war einfach wichtig, das echt auf meine Art und Weise zu machen. Ich wollte das aus eigener Kraft schaffen, ohne künstlichen Sauerstoff, ohne Hochträger, und alles andere hat nicht zählt für mich. Aber das ist für viele wahrscheinlich gar nicht nachvollziehbar gewesen. Viele haben gesagt, jeder will der Erste sein, und um das ist mir aber nie gegangen. Das wollte ich jetzt am Rande mal bemerken. Ich habe dann das große Glück gehabt, im Jahr 2002 meinen Mann in Ralf kennenzulernen. Das war am Manaslu, das ist ein wunderschöner 8000er in Nepal, und da war er mit einer Gruppe im Basislager, und das war mein erster 8000er, wo ich allein aufgebrochen bin von Österreich. Ich habe mir damals die Genehmigung mit anderen Bergsteigern geteilt, mit einem Australier, einem Mazedonier und einem Italiener,
Und da stellt man sich im Basislager vor. Und ich bin zum Ralf aufgegangen ins Küchenzelt und habe mich vorgestellt. Und so haben wir uns das erste Mal gesehen und waren dann am Berg parallel unterwegs. Und ein Jahr drauf, im Jahr 2003, im Frühling, haben wir dann die erste 8000er-Expedition miteinander unternommen. Am Kanchenjunga an der Nordwand, wo wir nicht den Gipfel erreicht haben. Es war wirklich andauernd ganz starker Sturm, sehr viel Schneefall und es war uns nicht möglich. Aber von da weg waren wir dann ganz, ganz viel miteinander unterwegs. Und ja, ich habe auch einige Rückschläge erlebt beim Bergsteigen. Und da war sicher für mich ganz einschneidend die Taulagiri-Expedition im Jahr 2007, wo eine Lawine abgegangen ist auf 6400 Meter in etwa. Und da sind zwei spanische Bergsteigerkollegen ums Leben gekommen. Ich habe das große Glück gehabt, dass ich da mich aus der Lawine befreien habe können. Und das war so für mich, muss ich sagen, das erste Mal so hautnah zu erfahren, wie es wirklich ist, so ums eigene Leben zu kämpfen. Wir haben eigentlich einen sicheren Lagerplatz ausgesucht. Ich habe mein eigenes Zelt gehabt. Wir haben dort die Zelte aufgestellt, wo wirklich schon seit 50 Jahren jeder sein Lager 2 aufbaut. Und irgendwann muss wahrscheinlich einmal passieren. Es ist ein Schneebrettl abgegangen, nicht einmal ein großes. Und hat mich mit dem Zelt weggerissen und die zwei Spanier in ihrem Zelt begraben. Aber ich muss dazu sagen, dass für mich trotzdem nie der Gedanke aufgekommen ist, dass ich zum Bergsteigen aufhören möchte. Die Frage hat sich für mich einfach nicht gestellt. Es ist für mich ein Lebensweg, eine Lebensform, die werde ich wahrscheinlich bis an mein Lebensende beibehalten. Die Leidenschaft, die bleibt einfach trotzdem bestehen und passieren wird wahrscheinlich immer wieder mal was. Ob das jetzt beim Bergsteigen ist oder sonst in einem anderen, in einem anderen Ort, Sport, ich sehe jetzt das Bergsteigen nicht unbedingt als Sport. Es wird was passieren, genauso wie beim Autofahren was passieren kann. Wir unterhalten uns da oft drüber. Darum werde ich wahrscheinlich immer wieder zurückkehren. Wir haben voriges Jahr eine wunderschöne Expedition gehabt, das war am Lotse. Da haben wir schon zwei Versuche gehabt vorher. Einmal haben wir 100 Meter unter dem Gipfel umgedreht, das war im Jahr 2006, da war der Gipfel echt so zum Greifen neu. Da habe ich es eigentlich nicht wirklich wahrhaben wollen, dass sich das jetzt nicht ausgeht, einen Moment lang. Aber da waren wir so spät dran, es war schon 5 Uhr Nachmittag. Wir sind die steile Lotseflanken seilfrei aufgestiegen, also kein Fixseil angebracht. Und das Risiko wäre einfach zu groß geworden, da in die Finstern zu kommen und dann absteigen zu müssen durch die steile Flanken. Und das hätte ein kleiner Fehler genügt, wenn wir da weg bin. Und mit Tageslicht geht es halt einfach leichter. Und da haben wir dann zwar schweren Herzens, aber wir haben entschieden umzutragen und haben gesagt, okay, wir probieren es einfach wieder. Und sind dann 2008 wieder hin zurückgekehrt zum Lotse. Großer Hoffnung, dass das mal klappen wird. Klar, der Ralf hat da im Vorfeld den Makalu bestiegen und ich war mit einem Teamkollegen, mit dem David Göttl aus München am Taulagiri. Ich bin nach dem Unfall vom Taulagiri ein Jahr drauf wieder hingekehrt. Das hat mich da förmlich hingezogen zu dem Berg. Und da ist dann glücklicherweise alles gut gegangen. Und nach der Taulagiri-Expedition zum Lotse. Und da haben wir dann ebenfalls wieder umdrehen müssen oder wollen auf 8150 Meter. Der Ralf hat eine schwere Bronchitis gehabt und der David hat sich die Zehen angefroren. Die Nasenspitzen waren schon ganz weiß, es war eisig kalt. Und auch da haben wir wieder entschieden, umzukehren, runter ins Basislager schauen, dass wir gut ankommen unten. Und damals habe ich aber dann zum Ralf gesagt, der Berg braucht unsere ganze Aufmerksamkeit. Wir werden im Vorfeld nicht einen anderen 8000er besteigen, sondern uns wirklich nur auf das eine Ziel konzentrieren. Und das war es wahrscheinlich dann auch. Und so sind wir dann voriges Jahr am 21. Mai am Gipfel vom Lotse gestanden, bei allerbesten Bedingungen. Es waren vielleicht 30 km/h Wind am Gipfel und hat so um die minus 25 Grad gehabt. Man hat einen Ausblick gehabt, das kann ich mit Worten echt nicht ausdrücken. Das war unbeschreiblich zum Everest, der unmittelbar daneben steht.
Da sieht man einmal aus einer ganz anderen Perspektive, als wie man üblich kennt, den Everest. Und das Erstaunliche war vor allem auch, am Everest waren wirklich unzählige Menschen unterwegs. Und wir am Lhotse waren zu sechst, insgesamt die ganze Saison, sechs Bergsteiger, die den Lhotse besteigen wollten. Wenn man sich das Verhältnis vorstellt, der Nachbar 8000er vom Everest. Und was mich besonders gefreut hat, war einfach, dass ich miterleben habe dürfen, wie der Ralf seinen 14. 8000er besteigt. Also das war echt großartig. Ich habe mir das immer gewünscht und das hat alles hundertprozentig gepasst. Und wir sind wieder... Ah, ja, bitte gern. Danke. Schön. Und der Gipfel, das war eins der ganz großen Momente in dem Jahr und das nächste hat dann gleich gefolgt, weil wir sind hinterher zurück nach Kathmandu und dann nach Tulusirubari, das haben vielleicht auch ein paar gehört, dass wir da Schule aufgebaut haben, gemeinsam mit der Nepalhilfe von Beilenkries und mit den Einheimischen, den Eltern der Kinder dort, mit den Lehrern. Wir sind ein Jahr vorher schon dort gewesen, wir haben gehört, es gibt eine kleine Schule, die völlig überfüllt ist. Da sind in einem kleinen Klassenzimmer, das war vielleicht, wenn man es da so abteilt, also nur der Raum und da sind auf engstem Raum 75, 80 Kinder beieinander gesessen. Die sind so gesessen in einer Reihe, haben kaum schreiben können und da war für uns klar, wir haben uns nur angeschaut, das war sie, und haben gesagt, da glaube ich, können wir was machen. Und so haben wir uns dann besprochen mit dem ganzen Dorf mehr oder weniger, mit den Leuten von der Nepalhilfe, damit das wirklich auch alles gut organisiert ist. Und so haben wir dann innerhalb von einem Jahr eine richtig schöne, große Schule am Weg gebracht. Wir haben uns um die finanziellen Mittel gekümmert, wir haben sehr viele Benefizvorträge gemacht, wir haben viel Kalender verkauft. Es gibt da in Regensburg eine Druckerei, die kostenlos druckt und wir haben die Möglichkeit eben auch bei unseren Vorträgen, dass wir es an interessierte Leute verkaufen können. Und die 15 Euro, was der Kalender kostet und kostet, der ist hundertprozentig dort angekommen. Es hat jeder ehrenamtlich gearbeitet und es hat Mann und Frau da am Bau mitgeholfen, jeder, der irgendwie Kinder hat. Und eben nach dem Lhotse sind wir dann hin. Da ist die Schule dann eröffnet worden und das war echt ein großartiger Tag, ein zweiter Gipfel für uns irgendwie in dem Jahr. Die Kinder, die haben wirklich Gedichte aufgesagt, die haben gesungen, man hat gemerkt, die freuen sich voll. 500 Kinder haben da jetzt einen Schulplatz und 20 Lehrer sind an der Schule angestellt und das war eine riesengroße Bereicherung und wir haben jetzt, danke. Dankeschön. Und wir haben jetzt gesagt, das ist natürlich jetzt nicht abgetan, da einfach eine Schule hinzustellen und dann sagen, okay, jetzt schaut's, wie es wird, sondern wir sind nach wie vor mit denen in Kontakt und jetzt gerade durch die starken Regenfälle zum Beispiel ist ein Teil von der Hintermauer, hat große Schäden, da ist immer wieder mal was herzurichten. Und wir haben aber das so besprochen, dass wirklich auch die Einheimischen ein bisschen was dazu beitragen müssen, also dass nicht wir alles tragen, auch die Erhaltung, sondern dass jetzt die Einheimischen auch schauen müssen, damit sie wirklich auch achten drauf und das versuchen auch so lange wie möglich intakt zu halten. Ja, und es gab noch so viel zu erzählen, aber ich muss mich, gar eine halbe Stunde darf ich nur. Und ist noch ein bisschen Zeit. Und jetzt vergangenen Frühling sind wir wieder nach Nepal. Da haben wir uns eigentlich zum Ziel gesetzt, den Everest durch die Nordwand zu besteigen. Das war schon ein ganz, ganz großer, langer Traum von uns. Wir waren 2005 schon mal am Everest unterwegs. Damals ist unser japanischer Teamkollege, nachdem wir wirklich gut akklimatisiert gewesen sind, auf 7800 Meter höhenkrank geworden. Er hat ein schweres Hirnödem gekriegt und da haben wir damals schauen müssen, dass wir ihn irgendwie runterbringen. Das ist geglückt und waren wir sehr, sehr froh drüber. Aber der Traum vom Everest, von der Nordwand, ist trotzdem bestehen geblieben und so sind wir jetzt zurückgekehrt und
haben uns bestmöglich darauf vorbereitet, haben sehr, sehr viel trainiert dafür und leider ist es aber trotzdem nicht geglückt mit der Nordwand. Es war das Wetter die ganze Frühlingssaison sehr unbeständig. Wir haben jetzt die längste Schlechtwetterphase hinter uns mit 3 Wochen im Basislager und trotzdem jeden Tag die Hoffnung beim Warten, dass es besser wird und dass wir die Chance kriegen werden. Und es hat einfach nicht sein wollen. Es hat wirklich ganz stark gestürmt, also um die 180 Stundenkilometer im Gipfelbereich. Also da hätte man überhaupt keine Chance, da annähernd aufzusteigen. Das geht gar nicht. Und so haben wir uns vorakklimatisiert an der Odell-Route. Das ist eine ganz alte Route von 1939. Und da steigt man aber nur bis zum Nordsattlauf, also bis knapp 7200 Meter. Und dann kommt man auf den Normalweg von der Nordseite. Und da haben wir 2 Nächte verbracht auf 7600 Meter, um uns bestmöglich für die Nordwand noch voller Hoffnung zu akklimatisieren. Und wir sind dann auch in die Nordwand eingestiegen und haben schon gesehen, die Verhältnisse sind sehr schwierig. Es ist ganz ein hartes Eis gewesen und wir haben im Vorfeld schon uns darüber unterhalten, es geht nur, wenn wir da im unteren Teil auf jeden Fall seilfrei aufsteigen können, sonst verlieren wir zu viel Zeit und kommen da nicht durch. Und irgendwo auf 8000 Meter in der Nordwand umzutragen, das geht einfach nicht. Wir wollten im Alpinstil aufsteigen, das heißt keine Fixseile anbringen, klar keinen künstlichen Sauerstoff, keine Hochträger. Und ohne vorher die Routen schon besichtigt zu haben, in der Wand gewesen zu sein, das ist der reine Alpinstil. Und wir haben dann nach der, ich glaube, 8. Seillänge im Japaner-Couloir entschieden, auch da umzutragen. Es war uns einfach zu spannend. Es ist das Japaner-Couloir, ganz eine enge Rinne sozusagen. Und wie wir in die eingestiegen sind, also reingekommen sind, zuerst waren wir noch ein bisschen außerhalb, da waren wir noch sehr zuversichtlich, da hätte es passt. Und in der Rinne hat man gesehen, es kommt der ganze Spindrift runter. Das ist ein lockerer Schnee. Es hat die 3 Wochen vorher immer wieder auch geschneit und es hat oben im Kanal alles zusammengesammelt und ist die Rinne runtergefahren. Das ist da richtig lawinenartig daherkommen und es war so, dass wir uns mit den Eisgeräten, mit den Steigeisen so gerade halt noch erhalten haben können. Man hat echt irgendwie immer das Gefühl gehabt, der Schnee druckt dann voll raus. Und da haben wir uns dann auch eigentlich nur kurz angeschaut und haben gewusst, das wird jetzt zu riskant. Also das geht einfach nicht und da müssen wir umdrehen. Und da haben wir dann schon nochmal uns intensiv darüber unterhalten im Basislager, was wir jetzt machen, hören wir auf, drehen wir um, gehen wir zurück nach Kathmandu oder steigen wir nochmal die Hotelroute auf und steigen dann weiter am Normalweg. Und da waren wir schon, muss ich zugeben, groß hin und her gerissen, weil wir ja eigentlich nicht den Normalweg aufsteigen wollten. Wir haben gewusst, dass da viel, viel Leute unterwegs sein werden, dass fast alle mit künstlichem Sauerstoff aufsteigen, mit Sherpas. Und genau das war das, was wir eigentlich nicht gesucht haben und nicht wollten. Und ich weiß nicht, es war dann trotzdem so, dass der große Wunsch da gewesen ist, den Everest zu besteigen. Und da haben wir dann gesagt, okay, Hotelrouten auf und versuchen wir es so trotzdem aufzusteigen. Und da sind wir dann drauf gekommen, also dass am Normalweg äußerst schwierig war, einfach weil das Wetter überhaupt nicht mitgespielt hat. Es ist immer wieder Schlechtwetterphase gekommen, ganz starke Stürme. Wir haben dann auf 7000 Meter nochmal 2 Nächte zubringen müssen. Und es war dann so, auf 8300 Meter oben, der Ralf und ich haben ausgemacht, wir werden um 3 in der Früh losstarten. Der Charlie Gabel hat uns nicht wirklich gutes Wetter vorausgesagt, also bedeckt mit Schneefall, aber dafür nicht so tiefe Temperaturen. Er hat gemeint, so minus 4, 25 Grad und haben gesagt, das ist für uns so das Limit, das könnte man eventuell aushalten. Und dann war es aber so, dass der Ralf leider die Nächte vorher schon kaum geschlafen hat. Er hat sich aber auch nicht erholen können, er hat immer wieder Reizhursten gehabt, ist immer gesessen in der Nacht, wo ich trotzdem gelegen bin und mich erholen habe können. Schlafen tut man ja nicht mehr wirklich da oben, auf 8300 Meter geht es gar nicht mehr. Das ist nur noch so, zumindest den Geist runterfahren und versuchen zu entspannen, aber das war für den Ralf auch nicht mehr möglich. Und er hat dann beim Frühstück so Sekundenschlaf gehabt, also wirklich mit der Teetasse in der Hand, ist er kurz eingeknickt und ist ihm die Tassen aus der Hand gefallen. Und das war dann der Moment, wo der Ralf gesagt hat, Gerlinde, das ist mir jetzt auch wieder einfach zu gefährlich.
ich werde nicht mit aufsteigen. Und da hat sich für uns beide, kann ich sagen, von einer Sekunde auf die andere die Situation völlig verändert. Das war dann ein Moment lang, wo ich das auch nicht wahrhaben, denke ich mir, es war doch der große Traum, da miteinander aufzusteigen. Und trotzdem so vernünftig, dass er sagt, das geht einfach nicht. Und gleichzeitig hat er gesagt, Gerlinde, aber probierst du allein. Und das war für mich wirklich großartig vom Ralf, dass er das auch gesagt hat, weil so war es mir leichter, auch zu sagen, okay, dann probiere ich es. Und bin dann aufgebrochen um 4 in der Früh bei relativ starkem Schneefall noch. Der Ralf wollte in der Zwischenzeit absteigen Richtung 7000 Meter. Und ich habe zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, ob irgendwer vor mir ist. Und habe keine Spuren gesehen, gar nichts. Habe mir gedacht, heute wird niemand aufgebrochen sein. Und auf circa 8500 Meter dann, da ist dann hell geworden, habe ich gesehen, dass da 4 Italiener, die wir beide sehr gut kennen, da am Second Step sind. Das ist so eine Fös-Steilstufe, die man da aufsteigt. Und da habe ich mich wahnsinnig gefreut. Also das war dann wirklich auch für mich so, muss ich ehrlich zugeben, eine Erleichterung. Ah, da sind 4 Leute und noch dazu 4, die ich gut kenne. Und die waren auch ohne künstlichen Sauerstoff unterwegs. Auf dem Weg zu ihren 14. 8000er. Und da sind wir dann von dort weg gemeinsam aufgestiegen bis zum Gipfel. Und das war dann echt, trotz dass nicht die Nordwand war, ein ganz ergreifender, intensiver Moment für mich. Irgendwie habe ich mir es ja nie vorstellen können, wie das sein könnte, so am allerhöchsten Punkt der Welt zu stehen. Das habe ich immer versucht, mir vorzustellen, und habe es immer gesehen mit einem wunderschönen Ausblick. Wenn ich die Augen zugemacht habe, habe ich immer so den Ausblick gesehen. Und wir haben überhaupt keinen Ausblick gehabt. Es war dichter Nöwi, es hat immer noch geschneit. Und habe mir dann nur gedacht, ja, okay, das kann ich nicht alles haben. Dafür war es nicht so kalt. Es hat sogar nur minus 23 Grad gehabt. Und gerade so auszuhalten ohne künstlichen Sauerstoff auf 8850 Meter. Und wir haben uns dann so 35 Minuten oben aufgehalten. Ich habe wirklich so versucht, mir auch Rechenaufgaben zu stellen. Ich glaube, es ist einmal irgendwo auch gestanden. Ich bin auch erst unlängst einmal gefragt worden, und wer hat kontrolliert, ob die überhaupt gestimmt haben. Das hat mich bis zu dem Zeitpunkt keiner gefragt. Ich habe halt geglaubt, dass es gestimmt hat. Und habe dann noch 2 Steiner eingepackt, kleine, die unter dem Schnee gewesen sind. Und dann sind wir wieder abgestiegen bis auf 8300 Meter. Im Abstieg, muss ich auch noch dazu sagen, hat es voll stark zum Stürmen angefangen, und dadurch hat es komplett aufgerissen. Also man hat plötzlich eine Fernsicht gehabt, so wie man es eben versucht hat vorzustellen, unheimlich schön bis in die tibetische Hochebene aus, hat man gesehen, aber es war eisig kalt. Also hätte man das beim Aufstieg gehabt, bin ich mir ganz sicher, dass es von der Kälte her wahrscheinlich nicht ausgehalten hätte, da Richtung Gipfel aufzusteigen. Und das Allerüberraschendste war dann, zurückkommen auf 8300 Meter, ich habe schon von Weitem gesehen, unser kleines Zelt steht da noch dort, und eigentlich war ausgemacht, dass der Ralf das ja mit runternehmen wird in der Zwischenzeit, und ich habe mir dann nur gedacht, ah ja, habe mir stehen lassen, damit ich mich kurz drin aufwärmen kann. Und ich glaube, es waren vielleicht 30, 40 Meter vorm Zelt, schaue ich mal so hin, und dann kommt der Ralf aus dem Zelt raus. Also das war dann das Allerschönste überhaupt. Also ich weiß nicht, ob sich das irgendwer vorstellen kann, aber es war echt so wie heimkommen irgendwie, weil es war einfach eisig, eisig kalt, und der Ralf hat dann schon Schnee geschmolzen gehabt, hat mir was zum Trinken gegeben und hat sich vor allem einfach nur für mich mitgefreut, dass ich das geschafft habe. Also da war wirklich ich glaube, überhaupt kein Neidgedanke da, wie das vielleicht manchmal ist. Er kann da einfach auch total dazu stehen, dass für ihn jetzt nicht passt hat und mich trotzdem gehen hat lassen. Und das schätze ich wahnsinnig. Und ich habe mich dann eine Viertelstunde ausrasten können, und dann haben wir alles zusammengepackt und sind in derselben Nacht noch abgestiegen ins vorgeschobene Basislager vom Normalweg und in weiterer Folge dann in unser vorgeschobenes Basislager zurück. Und dann haben wir wieder den Heimweg angetreten. Das war so der sehr, sehr positive Höhepunkt im heurigen Jahr. Und leider dann einen nicht so schönen, wie soll ich sagen, Abschluss unserer Expeditionen in Pakistan dann, wo eben unser schwedischer Freund, der Frederik, im Flaschenhals abgestürzt ist.
Wir haben zwei Versuche gehabt am K2. Das waren jetzt mittlerweile 6 Versuche insgesamt am K2. Und wir haben beim ersten Versuch auf der Schulter umdraht oder unterhalb der Schulter, weil es einfach von der Spurarbeit am Vortag ganz anstrengend war. Also wir haben sehr tiefen Schnee gehabt. Da haben wir schon überlegt, ob wir das überhaupt am nächsten Tag schaffen werden, Richtung Gipfel aufzusteigen. Es hat sich dann erübrigt, weil es total stark gestürmt hat. Wir sind dann wieder abgestiegen Richtung Basislager und haben die echt große Hoffnung gehabt, dass wir nochmal einen Versuch starten können. Wir sind immer mit dem Charlie Gabel in Innsbruck in Kontakt, unser Meteorologe, der uns relativ genau die Wetterdaten voraussagen kann. Ich muss dazu sagen, heuer im Karakorum hat er sich recht schwer da, weil sich der K2 immer so sein eigenes Wetter macht. Und für den 6. August hat uns dann nochmal einen guten Tag vorausgesagt. Da haben wir dann beschlossen, dass wir den Tag nochmal anpeilen werden für einen Gipfelversuch. Der Ralf war 1994 schon mal am Gipfel vom K2 und wir haben das daheim ganz genau abgesprochen gehabt. Er hat gesagt, er wird auf jeden Fall einen Versuch mitmachen und sollte der nicht kloppen bei einem zweiten Versuch, würde er vielleicht sogar im Basislager bleiben. Und das hätte dann voll gepasst. Und er hat dann beim zweiten Versuch gesagt, er steigt trotzdem mit auf und habe mich natürlich wahnsinnig gefreut. Und auf 7.500 Meter oben hat aber der Ralf dann gesagt, es wird ihm jetzt doch zu riskant mit dem erhöhten Stornschlag und er trat in der Zwischenzeit wieder um und steigt ab Richtung Basislager. Und zeitgleich mit uns unterwegs war eben unser Freund, der Frederik, mit seinen Teamkollegen, also die waren auch zu zweit unterwegs. Und dann waren noch 4 Polen unterwegs und mit die bin ich dann parallel aufgestiegen zur Schulter auf. Wir haben einen wirklich wunderschönen Abend gehabt und waren total zuversichtlich, dass der nächste Tag als Gipfeltag passen wird. Und es war dann so, dass wir aufgebrochen sind in der Nacht, um 1:15 war es ganz genau, aber nur zu dritt. Es hat zu dem Zeitpunkt schon noch gestürmt. Das ist aber relativ oft der Fall, wenn wir Richtung Gipfel aufbrechen. Und der Charlie hat uns ja angekündigt, es wird auf jeden Fall in der zweiten Nachthälfte der Sturm nachlassen, bis auf 15 km/h zurückgehen. Also das passt ideal eigentlich und es wird ein richtig guter Tag werden. Die 4 Polen, die waren beim Ankommen auf der Schulter oben schon ziemlich müde. Die haben da schon gesagt, sie wissen nicht, ob sie mit aufbrechen werden. Und so sind wir dann zu dritt los. Der Frederik, sein Teamkollege und ich. Und in Frederik, sein Teamkollege, der Dre, der hat aber dann auch umgedreht. Und zwar aus dem Grund, weil sie der im Vorfeld auf 7000 Meter bei einem ersten Aufstieg schon die Finger voll angefroren hat. Und da wollte er das Risiko nicht eingehen, dass er sie vielleicht nochmal die Finger richtig anfriert. Und er hat dann umgedreht. Und wir sind weiter aufgestiegen, der Frederik und ich. Wir sind unangeseilt gewesen, aus dem Grund, weil wir dadurch viel schneller unterwegs sein können. Es war kein steiles Gelände, 40 maximal 45 Grad und wir haben immer ausgemacht, also bis 50 Grad gehen wir seilfrei. Und die steilen Passagen, die sichern wir uns auf jeden Fall gegenseitig. Wir haben ein 50 Meter Seil, jeder im Rucksack gehabt, der Frederik eins und auch ich. Und ich habe mit dem Ralf noch kurz gefunkt und er hat mir bestätigt, dass rundherum schon wolkenlos ist, nur noch der K2 hat so die typische Haum aufgehabt, wie wir sagen. Und es zeichnet sich ab, dass es ein richtig guter Tag werden wird. Und wir waren bis zu dem Zeitpunkt wirklich schnell unterwegs und wir haben Verhältnisse gehabt, wie ich es sonst noch nie am K2 erlebt habe. Normalerweise steckt man wirklich oft bauchtief im Schnee, dass man kaum mehr vorwärts kommt. Und diesmal war es gerade einmal unterschenkeltief. Wir haben uns regelmäßig abgewechselt beim Spuren und dann war ausgemacht im Flaschenhals, das nächste Stück werden wir uns sichern, das werden so 100 Höhenmeter gewesen sein und der Frederik war da gerade ein bisschen voraus und wollte einen Standplatz bauen, hat einen Haken geschlagen, versucht einen Haken zu schlagen und ich habe es in dem Moment nicht genau gesehen. Auf jeden Fall ist er dann fast 1300 Meter abgestürzt. Der ist einfach an mir vorbei, so circa 3,5 Meter in etwa. Und ich habe nichts mehr machen können.
das war in dem Moment, kann es gar nicht sagen, einfach wie eine Lähmung. Ich habe nicht mehr eingreifen können, der ist direkt neben mir abgestürzt und bin dann erst einmal nur dort gestanden, auf meine Eisgeräte und habe mir im nächsten Moment gedacht, ich muss jetzt absteigen und schauen, ob ich irgendwo liegen sehe. Das ist was, was du in dem Moment einfach nicht wahrhaben willst, was da jetzt gerade passiert ist. Und gleich drauf hat mich dann der Ralf angefunkt, dass in Frederik auf 7000 Meter ungefähr liegen sehen und dass es sicher keine Hoffnung mehr gibt für ihn. Ich habe dann nur noch einen Ski von ihm gefunden. Er wollte mit die Ski abfahren vom Gipfel, das war sein ganz, ganz großer Traum. Er war professioneller Steilwand-Skifahrer, also er war das wirklich gewohnt, so steile Passagen abzufahren. Er hätte nicht direkt die Route abfahren können, sondern ein bisschen orografisch gesehen rechts daneben. Und ich bin dann zurück zur Schulter, also zu dem Plateau auf 8000 Meter, habe dort mein Zelt zusammengepackt und bin abgestiegen Richtung Basislager runter. Ich habe dann noch mal kurz eine Pause gemacht auf 6300 Meter. Da habe ich gewartet, bis es finster wird, weil es tagsüber sehr warm geworden ist und dadurch sehr steinschlägig. Und mit dem Finsterwerden hat es dann auch abgekühlt. Und am Wandfuß unten habe ich dann um 11 Uhr am Abend der Ralf und unser Koch abgeholt und wir haben die Expedition dann abgebrochen. Das war für mich jetzt ein Moment, wo sich der K2 von seiner wirklich allertragischsten Seiten gezeigt hat, also wirklich sehr abweisend. Und genauso war es aber schon oft, dass er sich vor einer sehr einladenden Seite gezeigt hat. Er hat so viele verschiedene Gesichter und ich kann immer nur sagen, wir setzen uns im Vorfeld auch damit auseinander, das, was passieren kann. Wir sprechen das auch daheim durch, was man dann, wann was passieren sollte und legen das aber dann auch immer mal auf die Seiten, weil wir sind so vorsichtig wie möglich unterwegs. Das halten wir uns auch immer wieder vor Augen, die Vorsicht, und auch umtragen können und wir wissen, dass ein gewisses Restrisiko aber einfach bleibt, immer und überall. Das haben wir jetzt einfach schon oft gesehen, ich habe es vorhin schon erwähnt. Und trotzdem muss ich echt sagen, in dem Moment, wo das dann passiert, ist einfach tragisch. Ob man das jetzt, man kann es werten, wie man will wahrscheinlich, aber wir versuchen unsere Träume auch zu leben. Wir haben die große Leidenschaft Höhenbergsteigen, Bergsteigen und versuchen auch die Risiken so gut es geht zu umgehen, aber manchmal passiert halt einfach trotzdem was. Und ich glaube, dass der Frederik einfach nur großes Pech gehabt hat. Ja, und wir sind heimgekommen und wichtig für mich war, dass ich dann die Eltern vom Frederik triff. Und das muss ich ehrlich zugeben, das hat mir sehr, sehr geholfen, da auch ein Stück weit das für mich zu verarbeiten, die Gespräche mit dem Ralf, die mir sehr geholfen haben. Und ja, ich kann heute noch nicht sagen, wann, ob und wann ich wieder zurückkehren werde zum K2. Das ist eine Frage, die mir in letzter Zeit recht oft gestellt wird, die ich aber einfach noch nicht beantworten kann. Aber die Berge, die bleiben trotzdem wahrscheinlich bis an mein Lebensende meine große Leidenschaft. Wir sind die, die da hingehen. Der Berg, der kann nichts dafür. Der K2, der steht so wunderschön da und wir möchten auf und müssen und wollen das auch so annehmen, wie es ist. Und ich glaube, wichtig ist halt trotzdem, dass wir immer wieder auch rechtzeitig umdrehen können. Jetzt habe ich echt überzogen und jetzt dürfen Sie Fragen stellen. Danke. Dankeschön. Danke. Ja, ich glaube, ich kann sagen, es ist auch ohne Bilder sehr spannend. Ja.
Gut, wir würden jetzt sozusagen in die Gesprächs-, in die Diskussionsrunde gehen. Ja, ich bin momentan auch etwas am Berg, in dem Fall. Ich fange vielleicht einfach mal ganz banal, ganz gut an. Was man ja sehr oft mitbekommt, ist sozusagen ja eben Expeditionen, Leute gehen dorthin, haben Träger, es dauert irrsinnig lang. Was ich mir zum Beispiel kaum vorstellen kann, ist wirklich diese Länge, die das benötigt, wenn Sie jetzt sozusagen aufbrechen und Sie haben keinen Träger. Das heißt, also wie lange ist man wirklich jetzt sozusagen vom Fuß bis zum Gipfel wirklich unterwegs? Ich muss vielleicht da dazu sagen, bis ins Basislager, das ist unterschiedlich, das ist manchmal auf 4700 Meter, an manchen Bergen an 5000 Meter, ein bisschen höher manchmal. Bis dorthin haben wir entweder Yaks, wie es in Tibet ist, das sind Lasttiere, die unser Material, das ganze Küchenzeug, die ganze Verpflegung rauftragen. Und in Nepal sind es oft Talträger, die uns eben begleiten bis ins Basislager. Und von dort weg sind wir dann ohne Träger, ohne Hochträger unterwegs. Und das, wir veranschlagen immer eine Zeit von in etwa 7 bis 8 Wochen, weil wir erfahrungsgemäß schon wissen, dass immer mal eine Schlechtwetterphase geben kann und auch meistens gibt. Und wir müssen uns ja vorakklimatisieren. Wir können nicht einfach hinkommen und dann aufsteigen bis auf 8.000, 8.500 Meter, sondern man muss sich ganz langsam an die Höhe anpassen. Der Sauerstoffpartialdruck wird in der, also je höher man steigt, desto geringer wird er. Auf 8.000 Meter hat man nur noch ein Drittel von dem, was man in Linz zum Beispiel hat. Darin ist jetzt sicher auch schon vielleicht ein bisschen weniger. Und es ist so, dass, genau, machen wir mal das Fenster ein bisschen auf. Und da muss man immer wieder aufsteigen und wieder zurück runterkommen ins Basislager. Beim nächsten Mal noch ein Stückchen höher aufsteigen, wieder tief, immer tiefer schlafen, höher steigen. Das ist ein oftmaliges Auf und Ab, bis man dann so weit ist, bis der Körper so weit ist, dass er so gut an die Höhe angepasst ist, dass man zum Gipfel aufbrechen kann. Und das eben kann bis zu 8 Wochen dauern. Es ist so, dass in Nepal die Zeit aber ebenfalls begrenzt ist, weil Anfang Juni kommt immer der Monsun. Das können Sie ziemlich genau voraussagen, so 5., 6., manchmal auch 7. Juni kommt der Monsun, die Regenzeit, da schneit sehr viel in die Berg und wir haben immer unsere Genehmigung so von Mitte April bis Ende Mai in etwa, Ende Mai, Anfang Juni. Und das ist auch der Zeitraum, wo wir im Frühling in Nepal unterwegs sind. Und im Sommer ist Pakistan die beste Zeit, das ist meistens von Mitte Juni bis Mitte, auch manchmal Ende August. Und ja, und so ergibt sich das eben oft, dass wir im Frühling in Nepal sind und im Sommer dann nach Pakistan gehen. Genau, das ist so etwa Zeitraum 2 Monate. Ja, ich schaue nochmal ins Publikum. Jemand? Eine Frage, jawohl, da haben wir schon. Können Sie kurz aufs Mikrofon warten, bitte? Mir hat vorhin gefallen, wie Sie gesagt haben, Ihr Mann hat auf Sie gewartet im Zelt. Mhm. Und jetzt wollte ich wissen, wie lange das gedauert hat. Ja, wie lange er gewartet hat, wie lange Ihr Aufstieg gebraucht hat. Das war eben das, was ich so sehr geschätzt habe, auf 8300 Meter oben bis 4 Uhr Nachmittag. Also ich bin um 4 Uhr in der Früh aufgebrochen. Er hat genau 12 Stunden gewartet. Ich bin ziemlich genau um 4 Uhr Nachmittag wieder zurück zum Zelt gekommen. Und ja, da um auszuharren, zu warten, das ja, war echt einfach klasse. Frau Kaltenbrunner, ich würde mich gerne interessieren, wie das jetzt von der Wahrnehmung her, vom Bewusstsein her, diese Höhen für Auswirkungen haben, weil Sie gesagt haben, Sie stellen sich Rechenaufgaben und wie wirkt es auf die Träume und wie wirkt es auf das ganze Bewusstsein? Wie kann man auch seine Realität oder seinen Bezug zu sich selbst und was passiert da? Sie meinen jetzt, wenn ich da ganz oben unterwegs bin in dem Moment? Ja, oder in dieser Todeszone quasi. Also ich kann das, was da oben abläuft, die ganze Umgebung, die Leute, die da oben unterwegs sind, mich selber schon sehr gut wahrnehmen. Also ich habe das Gefühl, dass ich ganz, ganz klaren Kopf war, auch bis zum Everest drauf, wo man wirklich prophezeit worden ist, dass da das Bewusstsein schon ganz arg eingeschränkt sein kann. Und ich glaube, das ist noch nicht erwiesen, aber ich glaube auf jeden Fall, dass
einfach ausmacht, dass ich so wahnsinnig viel trinke immer. Ich habe mich mittlerweile umgehocht unter vielen anderen Höhenbergsteigern, die einfach oft auch zu wenig trinken, die dann wirklich Halluzinationen beschreiben, die vor allem oft mit starken Erfrierungen zurückkommen. Das Blut dickt ein in der Höhe. Und es ist wichtig, da schauen, dass die durch, zu schauen, dass die Durchblutung nach wie vor gegeben ist. Und ich trinke wirklich meine 5-6 Liter, eher 6 Liter Flüssigkeit da oben. Das heißt natürlich permanent Schneeschmötzen, wenn man dann im Zelt sitzt oder vorm Zelt sitzt. Und schmecken tut es dann nicht mehr da oben. Man hat auch kein Durstgefühl, aber ich weiß, das brauche ich, um da wirklich auch gut zu funktionieren und um das alles gut aufnehmen zu können. Und ich muss echt sagen, am Everest war es wirklich so, dass ich das alles ganz bewusst aufnehmen habe können, dass ich da jetzt herumstehe und habe mich einfach gefreut, dass es eben so ist. Und ich glaube, dass ja, in Ralf geht es ganz ähnlich. Wir unterhalten uns da natürlich viel drüber und haben immer schon andere Beispiele gesehen. Und ich führe das wirklich zum einen auf die sehr gute Akklimatisation zurück, die wir im Vorfeld gemacht haben oder immer machen. Und das andere natürlich, dass wir sehr viel trinken. Und körperlich, dass man gut trainiert ist, ist sowieso Grundvoraussetzung. Bitte. Ja, danke mal für die spannenden Ausführungen und für die ehrlichen Ausführungen. Und wenn es geht, wenn ich vielleicht gleich zwei Fragen stellen darf. Und zwar haben Sie ja 13 Gipfeln schon erreicht von den 14.800ern, aber wie oft waren Sie eigentlich über 8.000 Meter? Weil Sie sind ja ein paar Mal wieder runter. Haben Sie das mitgezählt? Ich habe es jetzt, wenn ich so grob überschlage, ich glaube mittlerweile 20 Mal. Mhm. Also ja, 20 Mal waren es sicher schon. Ja. Weil ich habe wirklich bei vielen Bergen ja, einen zweiten Versuch braucht, am Lotsee, am dritten, am K2, war ich jetzt mittlerweile 6 Mal über 8.000 Meter, also 4 Mal schon auf 8.300 Meter oben. Ja, also kommt schon einiges zusammen. Der Broad Peak, der erste, wo ich auf 8.027 Meter war, später dann am Hauptgipfel, ja. Also 20 Mal sicher schon. Und die zweite Frage wäre, ist das zufällig, hat sich das zufällig ergeben, dass der K2 Ihr letzter Gipfel war, oder ist das bewusst aus? Haben Sie sich das bewusst überlegt? Das habe ich mir nicht bewusst so ausgemacht, also überlegt. Ich habe den K2 ja 2007 das erste Mal versucht. Da habe ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viele 8000er dass ich da gehabt habe. Auf jeden Fall habe ich ihn eh schon 2007 eben versucht. Und das hat halt sich so ergeben, der ist mir nie gelungen, also so, dass ich den Gipfel erreichen kann und ich sehe ihn jetzt als letzter überblieben. Meine Ziele, die sind immer so aus dem Gefühl aus entstanden, zum Beispiel Annapurna, kann ich mich noch gut erinnern, das war 2004, da waren wir auf vielleicht 6.600 Meter oben und von da weg, von dem Punkt weg, hat man genau den Dalagiri gegenüber gesehen. Und ich weiß noch, wie ich zum Ralf gesagt habe, Ralf, schau mal da um, ich glaube, das ist so der Nächste, den ich versuchen möchte. Also so habe ich immer den Bezug zum nächsten Berg aufgebaut. Gern. Brettl, bitte, wie der Reinhold Messner am K2 gewesen ist, zumindest glaube ich zum ersten Mal, da dürften Sie ungefähr 9 Jahre alt gewesen sein. Das war ganz genau, ja. Stimmt. Ungefähr so 1983. Nein, wann ist der? 79 war das, oder? Ja, genau. Ja. Mhm. Und ist der Reinhold ein großes Vorbild für Sie geworden? Aufgrund dieser zeitlichen Zusammenhänge in der K2-Besteigung? Jetzt muss ich mal einen Schluck trinken. Also, den Reinhold Messner, den schätze ich wirklich sehr. Der hat ganz großartige Leistungen vollbracht, kann man einfach gar nicht anders sagen. Und ich hoffe, das hört sich jetzt nicht vermessen an, dass ich sage, er ist jetzt nicht mein großes Vorbild. Also er ist ein großartiger Bergsteiger gewesen, wirklich, aber es war jetzt nicht so, dass ich mir gedacht habe, ich möchte werden wie der Reinhold Messner. Das überhaupt nicht. Das ist gar nicht zur Debatte gestanden, gar nicht. Ich bin voll gern zum Bergsteigen gegangen und viel eher war es so, dass damals, wie ich so angefangen habe, da hat es die Wanda Rutkiewicz gegeben aus Polen, die kennen sicher viele von euch.
Und das war einfach eine ganz eine großartige Frau für meine Begriffe. Und da habe ich mir gedacht, das ist echt klasse, was die macht. Und trotzdem war es so, dass ich mir gedacht habe, ja, ich möchte so schon so versuchen, wie es mir am besten taugt. Also eben ohne Hochträger und auch ohne künstlichen Sauerstoff. Aber ich schätze natürlich die Leistungen, also von einem Reinhold Messner, von einer Wanderhut Kiewitz auf jeden Fall, von vielen polnischen Bergsteigern, die großartige Leistungen vollbracht haben, sehr. War Reinhold Messner der Erste, der alle 14.800 gemacht hat? Das war der Erste, genau, der alle 14.800 gemacht hat und alle 14 ohne künstlichen Sauerstoff. Genau, ja. Gern. Na, herzliche Gratulation für alles, was Sie uns erzählt haben. Besonders zu einer Sendung, die ich kürzlich im deutschen Fernsehen gesehen habe, zur Hauptabendzeit. Man denke, sowas wäre beim ORF wahrscheinlich nicht möglich. Weil da geht es nur um geradeaus Schuss fahren und links herum und rechts im Kreis fahren. Na, Spaß beiseite. Die Sendung am Stuttgarter Fernsehen, wo Sie beide abendfüllend dann am Samstagabend zur Hauptsendezeit innerhalb von 2 Stunden die Faszination des Bergsteigens derart plastisch erklärt haben, dass sogar österreichische Journalisten begriffen haben, dass da nicht nur um Rekorde geht. Und weil er sagt, Reinhold Messner, ich will nicht in Wunden wühlen, aber wie erlebt man das als Frau, wie die Weltklasse der meist männlichen Bergsteigern reserviert bis gar nicht reagiert auf Leistungen, die fraglos Weltklasse sind. Und ich als Oberösterreicher bin stolz, dass wir so jemanden wie Sie haben, genauso wie Deutschland, auf den Herrn Dujmovic zu Recht stolz ist, und gratuliere herzlich. Ich habe mir nie große Gedanken gemacht darüber, wie jetzt meine männlichen Kollegen auf mich reagieren. Mir ist das eigentlich erst bewusst worden, dass sie auf mich reagieren oder einige davon, wie es plötzlich, das weiß ich noch so gut, im Gascherbrunn 2 Basislager, das war 2005, da bin ich das erste Mal von Bergsteigern im Basislager gefragt worden, was denn ich zur Lawinensituation sage. Und da war ich echt überrascht, weil bis zu dem Zeitpunkt hat keiner Notiz von mir genommen. Oder da war ich allein mit so einem Ein-Mann-Frau-Zelt unterwegs, sage ich immer Ein-Frau-Zelt. Und sie haben mich dann auch gefragt, wie ich die ganze Situation einschätze, und habe ich gemerkt, die nehmen da jetzt Notiz, und da ist mir eigentlich erst so bewusst geworden und habe mich aber jetzt nie irgendwie drüber geärgert oder so, dass andere oder früher das eben nicht so war. Und es gibt halt immer wieder so Seitenhiebe, um das klar auszudrücken, wo ich mich dann schon auch oft wundere und wo ich aber dann eher jetzt so reagiere im Falle von Herrn Messner, dass ich ihn halt dann direkt angesprochen habe. Also ich bin zu ihm hingefahren und wollte einmal so unter 4 Augen mit ihm reden, und das war dann auch gut so, denke ich. Ich habe nicht mehr Frage, dass wir zu den Herren sehen können. Frau Kaltenbrunner, wie schwer ist Ihr Gepäck auf dem Gipfel? Beim Gipfeltag selber ist nicht mehr viel im Rucksack. Also da ist er relativ leicht, da habe ich nur noch das Allernotwendigste drin. Das sind Reservehandschuhe, eine Reservebrille, Trinkflaschen. Ich habe immer 50 Meter Seil im Rucksack und meine Apotheken. Und bis zum Ausgangspunkt für den Gipfelgang, das war jetzt am Everest zum Beispiel 8300 Meter, da haben wir 17 Kilo drin jeder. Also wir schauen, dass wir nicht mehr, ich kann halt mehr als 17 Kilo, ich kann es schon da tragen, aber da kann ich mich nicht mehr so gut bewegen, wenn dann wirklich schwierige Passagen kommen, da brauche ich dann einfach lang. Es war einmal im K2 so, 2007, das weiß ich noch gut, da haben wir mal jeder 20 Kilo drin gehabt, und da habe ich gemerkt, jetzt bin ich zu langsam, und außerdem war es dann so, dass ich überall so wunde Stöhnen gekriegt habe vom Rucksack, das war für mein Körpergewicht dann nicht mehr gut. Und mit 17 Kilo, wir schauen, also es passiert dann oft, je nachdem wie viel, dass wir essen, dass wir ein bisschen von den Lebensmitteln, die wir mit haben, reduzieren können. Und aber so 16, 17 Kilo haben wir immer drinnen. Aber dafür haben wir alles selber immer mit dabei. Wenn wir jetzt das Gefühl haben, es fängt ganz stark zum Sturm an, es fängt zum Schneien an, das haben wir schon oft gehabt, dann suchen wir uns einen geeigneten Biwakplatz, schauen auf in Plattform aus und können halt an der Stelle dort unser Zelt aufbauen. Und
Da sehen wir halt ganz große Vorteile gegenüber den anderen, die halt richtig Hochlagerketten aufbauen. Die haben auf 7000 Meter Lager 1, auf 7800 Meter Lager 2. Und wenn es da zwischendurch ganz stark zum Sturm anfängt, ist es halt so, dass die oft das zweite Hochlager nicht erreichen und dann entweder umdrehen müssen, oder es ist auch schon manchmal passiert, dass bei uns Unterschlupf gesucht haben. Aber nachdem unser Zelt so klein ist, ist es halt dann auch schwierig, da nur wen mit einzunehmen, wo wir uns selber kamperieren können. Aber so ist es. Mhm. Danke. Gern. Frau Kaltenbrunner, ich habe zwei Fragen. Die erste ist, wenn Sie Ihre 14.800er bewältigt haben, geht Ihr Interesse dann weg vom Himalaya eher auf andere Kontinente, zum Beispiel die Seven Summits? Also die, ich glaube, falls Sie tatsächlich irgendwann einmal alle 14.800er bestiegen haben sollte, also ich sehe es jetzt, falls Sie einmal den K2 wirklich besteigen dürfen, dann glaube ich, also wir haben uns da jetzt schon oft und lang drüber unterhalten. Es gibt schon einen 8000er, wo ich sehr gern zurückkehren möchte, und auch der Ralf, das war der Nanga Parbat. Irgendwann, das ist ein ganz großer Traum auch von uns, auch andere Routen nochmal aufzusteigen, weil der Berg einfach so schön ist, genau. und es gibt noch einige 6.000 und 7.000er, die uns sehr gut gefallen. Das sind einige in China auch, die sogar noch unbestiegen sind. Die sieht man vom K2 aus, von der Schulter oben, sieht man das gesamte Kuen-Lung-Gebirge. Das ist großartig. Und da haben wir schon so oft gesagt, der war schön und der war schön. Also es ist so, dass uns auch da die Ziele nie ausgehen werden. Aber es ist auch so, dass man zum Beispiel auch schon in Südamerika unterwegs gewesen sind oder eben jetzt in Indonesien an der Carstens-Pyramide. Aber es ist jetzt für mich nicht überhaupt kein Ziel, die Seven Summits zu besteigen. Also ich würde so gerne mal in die Antarktis, aber da gibt es ja so viel niedrigere Berg als den höchsten. Aber schauen wir mal, das ist eine sehr aufwendige Geschichte, auch finanziell, und überhaupt ist es schwierig, da hinzukommen. Und der Ralf hat jetzt mit der Carstens-Pyramide zwar seine Seven Summits fertig, aber er sagt immer, das ist ihm nicht wichtig, aber gemacht hat er es trotzdem. Ja, und in Südamerika vor allem, also Peru, Ecuador, da gibt es auch noch so wirklich viel schöne Berge, und auch bei uns da, mein Papa, der sagt immer, jetzt schau erst einmal, dass du in Österreich alle Berg besteigst und dann fahr wieder fort. Und ja, so werden wir sicher noch den Gefühl reisen und uns auch auf den anderen Kontinenten umschauen. Und dann meine zweite Frage noch. Man liest und man hört in den Medien, dass diese Basislager, dass das richtige Mülldeponien sind. Ist dem tatsächlich so? Nein, das ist mittlerweile zum Glück nicht mehr so. Also von der Mülldeponie, wo oft geschrieben worden ist, das war vor allem am Mount Everest von der Südseite so, da waren oder sind immer noch sehr, sehr viele Bergsteiger unterwegs, und glücklicherweise hat sich das ganz stark verändert. Das ist jetzt ein Everest Nationalpark, und da gibt es eigene einheimische Leute, die das wirklich gut strukturiert haben, die da Regeln aufgestellt haben. Leider braucht es Regeln, so hat es nicht funktioniert, aber zumindest ist es jetzt so, dass das Basislager vom Everest wirklich voll sauber ist. Man muss sogar den Toilettengang in Plastiktonnen verrichten, das wird dann abtransportiert. Das war allerhöchste Zeit, weil wenn man sich vorstellt, dass da ein paar hundert Leute, jeder irgendwo seinen Toilettengang verrichtet, das geht einfach nicht. Und auch die Sauerstoffflaschen, die leeren, die oft zurückblieben sind, das war wirklich so vor 10, 15 Jahren, sind da wahnsinnig viele Sauerstoffflaschen gelegen, leere. Mittlerweile ist es so, dass das schon alles runtertransportiert wird. Man muss eine Kaution hinterlegen, und erst wenn die leeren Flaschen zurückgegeben werden, kriegt man das wieder zurück. Und das ist zwar auf der einen Seite traurig, dass das überhaupt braucht, aber andererseits ist es halt jetzt so, dass es funktioniert und dass dadurch wirklich auch sauber ist. Jetzt muss ich vielleicht noch kurz erzählen, K2 zum Beispiel, da war heuer italienische Expedition unterwegs, also das ist also ein dreijähriges Projekt, die möchten gern das Karakorum säubern sozusagen, und
vor allem wichtig ist dabei, dass die Einheimischen auch aufgeklärt werden. Die Einheimischen, die Baltis, wie da hinten unterwegs sind, die haben das Gefühl für die Umwelt nicht so. Die sind nicht in die Schule gegangen, die haben keine Bildung, die haben auch kein Verständnis dafür. Und die werden jetzt aufgeklärt in Form von wirklich großen Tafeln, die aufgerichtet werden in so einem kleinen Museum in Ascole zum Beispiel. Und da wird dann das zum Teil mit Bildern dargestellt, wie sie sich in ihrer eigenen Natur verhalten müssen. Wenn man denen irgendwas gegeben hat, haben sie es auspapiertelt und einfach weggeschmissen. Dann glaubt man das Papiertel wieder auf und sagt, nein, nicht wegschmeißen, das verstehen sie gar nicht, warum nicht. Und auch da ist wichtig, dass die Einheimischen aufgeklärt werden. Und die italienische Reinigungsexpedition, wie sie sich genannt hat, haben dann auch zum Teil gerade am Abruzzen, gerade am Normalweg vom K2 im Lager 2 aufgeräumt, weil da durch den Sturm sehr viele Zelte beschädigt worden sind, die dann nicht mehr runtergeholt worden sind. Und das war, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Expedition. Und die Italiener haben sich da irgendwie auch verpflichtet gefühlt als Erstbesteiger vom K2. Die haben da die Aktion ins Leben gerufen. Und das ja, habe ich jetzt wirklich gut gefunden. Danke. Genau. Steh auf. Ja. Frau Kaltenbrunner, Sie haben jetzt gesagt, Sie sagen dann, schmeißt das Papier nicht weg. Also das ist jetzt so die Einleitung zu meiner Frage. Mhm. Erstens einmal gefällt es mir, dass Sie in unserem oberösterreichischen Dialekt den Vortrag halten und einfach das so schön ist, auch wenn man Sie im Radio hört. Aber Frage, ihr seid so international unterwegs, was ist eure gemeinsame Sprache? Ich meine, ich nehme an Englisch, aber ja, wie ist es dann in Nepal? Kennen Sie mittlerweile schon die Sprache von dort, um sie zu verständigen mit den Einheimischen? Also in Nepal ist so, dass wirklich auch die Einheimischen ein sehr gut verständliches Englisch reden, die meisten. Also da kommen wir mit Englisch gut rum. Wir verstehen schon einzelne Wortbrocken. Aber in Pakistan ist so, dass schon, man kommt mit Englisch ein Stück weit, aber wenn man dann in die letzten Dörfer kommt, wo eben erst vor kurzem Schulen zum Teil errichtet worden sind, wo gerade jetzt erst angefangen wird, Englisch zu unterrichten, da geht es nicht. Und da haben wir uns schon einiges an Urdu angeeignet, also so zumindest, dass wir uns mit den Einheimischen ein bisschen verständigen können. Aber man muss ja dazu sagen, dass es in Pakistan über, ich glaube, 78 verschiedene Dialekte gibt, die sich untereinander oft gar nicht verständigen können. Und die Nationalsprache Urdu, die verstehen es dann oft auch in die letzten Dörfer nicht wirklich. Aber da versuchen wir dann mit Englisch Urdu, Hand und Fierst uns trotzdem zu verständigen. Und es funktioniert ganz gut. Und international unter Bergsteigern dann halt in Englisch. Hm. Danke. Ja, danke auf jeden Fall mehr für Ihre Ausführungen. Und was mich einfach interessieren da, die gehen an Bergsteigervertretung in Heli Steinmassel und den habe ich in meiner Jugendzeit kennengelernt und das war sehr beeindruckend, der war am K2 oben und der ist damals eh mit dem Herrn unterwegs gewesen, der abgestürzt ist und ich weiß, dass der Heli Steinmassel einfach gläubig ist und er weiß, dass er mit Gott geht und damals hat er einfach eine Stimme gehört in sich selber und ihm gesagt, du musst von dort weg. Und die Stimme hat am letztendlich das Leben gerettet. Und möchte einfach an Sie fragen, sind Sie gläubig? Hören Sie da hier und da irgendwas? Ich meine, wo hört einfach einmal, was bleibt einfach über, wenn eigentlich nichts mehr da ist? Nicht? Also, und irgendwann geht man und man reinigt ja eigentlich letztendlich auch seinen Kopf, es fällt ja alles weg. Und was bleibt da noch an letztes Essenz eigentlich über? Also es ist so, dass um auf Ihre Frage jetzt da einleitend zurückzukommen, also ich bin, glaube ich, schon ein gläubiger Mensch. Also ich glaube auf jeden Fall an die Schöpfung, die spüre ich dort hautnah, muss ich sagen, nicht nur dort, auch bei uns auf dem Berg oder daheim. Es ist einfach eine großartige Natur, aus der ich sehr, sehr viel Kraft schöpfen kann. Ich versuche, wenn ich dort unterwegs bin, mich wirklich auf, ich spüre nicht da eine Leere oder wie sie sagen, ja, natürlich eine Reinigung. Für mich ist das völlige Konzentration auf das, was ich in dem Moment mache. Da kann ich auch alles andere ausschalten, nur das jetzt zöttern, der nächste Schlag mit dem Eisgerät, der nächste Schritt zählt.
Und alles andere nehme ich dann in dem Moment auch nicht wahr, da konzentriere ich mich auf das. Und ich glaube, das braucht es auch, um keinen Fehler zu machen. Aber ich kann es nicht so beschreiben wie der Heli zum Beispiel, der tatsächlich genauso gesagt hat, der hat eine innere Stimme gehört, die ihm gesagt hat, ich meine, ja, vielleicht bei mir ist es auch das Bauchgefühl, dass man sagt, jetzt reicht es einfach, jetzt muss ich umdrehen, weil es sonst zu riskant werden kann. Und ich kann jetzt nicht wirklich sagen, dass ich da oben, wie ich oft gefragt werde, bist du da oben Gott näher zum Beispiel. Also ich spüre die Schöpfung ganz enorm, aber auch bei uns auf die Berge. Also das hat jetzt nichts mit der enormen Höhe zum Beispiel zu tun. Ich meine, die ganz große Einsamkeit, die ich auch am K2 schon gespürt habe, das war voriges Jahr, wie ich allein aufgestiegen bin bis zur Schulter auf, so da oben dann wieder andere Bergsteiger getroffen habe, die von einer anderen Route gekommen sind. Das ist dann schon ja, ganz, ganz was Spezielles gewesen. Also da habe ich schon einmal so ja, Zwiegespräch mit dem Berg, mit der Natur geführt, sage ich jetzt. Also ich weiß nicht, ob sich das irgendwer so vorstellen kann. Vielleicht hat das da oder andere trotzdem auch. Und das bereichert mich sehr und gibt mir auch Kraft. Weitere Frage, der Michael Csikszentmihalyi, der hat ja diesen Begriff Flow geprägt. Und man kann auch sagen, wenn Sie unterwegs sind, Sie erleben ja das auch nachher hautnah, wenn Sie sagen, einen Schritt nach dem anderen und so. Oder einfach, wie erleben Sie das? Ja, ich sehe das dann wirklich auch, also die Schritte, es kommt immer ganz drauf an, in welchem Gelände ich mich gerade bewege, ob das jetzt ein eher Schneestapferei, was auch immer wieder vorkommt bei den flacheren Passagen, wo ich dann wirklich so fast in einer Meditation verfalle oder eben in die höchste Konzentration. Und das ist für mich dann schon ein Gefühl, ja, das dann auch geschafft zu haben, wo dann absolute tiefe innere Zufriedenheit da ist. Und dritte Frage, wenn ich fragen darf. Manchmal ist Erfolg und Misserfolg einfach eng beieinander, wie Sie einfach schon erzählt haben. Wie definieren Sie für sich selber Erfolg? Erfolg definiere ich ganz, also das ist für mich ganz klar, das ist gerade jetzt, was Bergsteigen betrifft, immer wieder das Gesunde zurückkommen. Also das ist für mich Erfolg. Und wenn oft berichtet wird oder halt ich gefragt werde, war jetzt bin ich da wieder gescheitert, weil ich den Gipfel nicht erreicht habe. Für mich ist das auf gar keinen Fall Scheitern. Ich habe zwar den Gipfel nicht erreicht, aber ich bin wieder gesund runtergekommen ins Basislager. Also für mich ist auch ganz persönlich jetzt nur für mich Erfolg, wenn ich die Entscheidung treffen kann, umzutragen. Erfolg ist, wenn meine Teamkollegen ich wieder gut runterkommen. Und ja, Scheitern ist für mich dann wirklich so, ja, natürlich, wenn ich selber nicht mehr zurückkomme oder in meine Teamkollegen nicht mehr zurückkommen, das sehe ich dann echt als gescheitert. Hallo, darf da eine Frage von einem anderen Eck stehen? Sie sehen mich nicht, ich stelle einfach nur die Frage. Also, wenn Sie kurz warten. Okay, warte. Okay, danke schön. Ja, danke schön. Ich darf kurz sagen, ich habe die Freude, Freunde zu haben, die auch die Frau Kaltenbrunner in ihrer Jugendzeit in Windischgalschen gehabt hat. Und das ist einer davon, der Radner Franz, der Chorleiter. Und wenn uns die am Stammtisch einmal Karten mitgebracht hat, die Gerlinde geschrieben hat, wir sind aus dem Standard nie rausgekommen und haben eine lange Zeit gebraucht, hat er dann gesagt, gib es einmal her, der kann doch nicht am Tafel kriegen, das gibt es ja gar nicht. Der Franz als Chorleiter hat das besser gewusst, aber was vielleicht auch einmal zum Fragen wäre, die Gerlinde Kaltenbrunner war eine sehr gute, eine hochtalentierte Sängerin, singt sie heute auch noch? Das ist... Das trifft jetzt ganz genau. Zufällig habe ich gestern den Herrn Radner wieder getroffen, mittlerweile 95-jährig. Ja. Und am Samstag haben wir ganz viel gesungen. Da haben wir den 70. Geburtstag von meiner Mama gefeiert und da war auch meine Südtiroler Verwandtschaft da und da haben wir tatsächlich nach langem wieder mal gesungen. Aber meine Stimme ist nicht mehr so gut, wie es einmal war. Der Dr. Tischler war auch dabei? Genau. Der war wunderbar, ja. Dann weiß ich natürlich auch um die Sazi Aliada von der Frau Kaltenbrunner immer wieder und ich habe gerade gehört, da eine Mauer kippt schon ein bisschen um und ein paar Steine waren später so mehr Richtung bei der Schule. Ich darf sagen, also als
die Firma Container Trading aus Bettenbach wird gerne einen Scheck mitgeben, damit die Mauer wieder gerade steht. Darf ich das sagen? Schön. Herzlichen Dank. Ein großes Dankeschön an diese wunderbare Vorbildwirkung, wann von der Gerlin, die Kaltenbrunner, gesprochen wird. Schlotz Herz, ein wenig Lächer. An dieses Stück Heimat in der Welt draußen, das tut recht gut. Dankeschön. Danke vielmals. Danke. Ja, jetzt meine Frage, kann ich vorher anschließen zu den Gedanken, wenn man so dahin geht, kann ich mir da ein bisschen vorstellen, aber wenn Sie da 3 Wochen so in einer Schlechtwetterperiode in einem Zelt sind, was geht da im Kopf? Will man überhaupt da vielleicht noch teilweise aufgehen oder nicht? Wie versorgt man sich da? Man, 3 Wochen hat man nicht immer im Gepäck, das ist ja auch so eine Frage. Wie läuft das auch? Das ist eine sehr gute Frage, weil das war für uns jetzt spannend, das zu erfahren. Wie ist das 3 Wochen? Und ich muss wirklich zugeben, also wir sind beide sehr positiv eingestellt immer und tatsächlich war es so, dass jeder von uns einmal einen Durchhänger gehabt hat jetzt am Everest, aber es hat nur einen halben Tag angedauert bei jedem und es war vor allem zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt und so haben wir uns gegenseitig immer wieder aufbauen können. Da kommt schon einmal ein Zweifel auf, kommt jetzt nur ein gutes Wetter oder wie bleibt es jetzt irgendwie, rennt die Zeit davon, aber da ist halt Geduld ein ganz wichtiger Faktor, den man einfach mitbringen muss, wenn man sowas macht. Und wir haben Lesestoff mit dabei, wir haben am Lotse 16 Tage gewartet und haben gesagt, falls wir ja wieder 16 Tage warten müssen, was wir nicht hoffen, nehmen wir genug Bücher mit, die tauschen wir dann aus und da waren wir sehr froh drüber. Und was die Verpflegung betrifft, da war es dann tatsächlich so, dass wir haben jeden Tag tibetische Schneehühner gekriegt ins Basislager, lebendige, also nicht gekriegt, sondern die sind einfach freiwillig gekommen, die sind da oben, die leben da oben. Da muss ich jetzt dazu sagen, also wir haben einen Koch mit dabei, der ist Buddhist und glaubt natürlich an die Wiedergeburt und die dann kann er fliegen, was zu leiden. Und er hat es fleißig gefüttert, immer wieder ein paar Reiskerneln abgeben an die Schneehändeln. Die sind echt so zugekommen, die haben beim Zelt einer geschaut, die haben keine Gefahr gekannt und der Ralf war dann die größte Gefahr für die Schneehändeln. Er wollte wirklich einmal eins schnappen, aber der Sitteram hat ihm dann gesagt, der darf keins anrühren und ein paar Mal, je länger die Schlechtwetterperiode dauert, hat desto versucht, da war der Ralf da einmal eins abzuzweigen, aber er hat sich dann trotzdem vorgehalten. Also je länger das dauert, desto einfacher wird die Kost, also hauptsächlich Reisgerichte, Nudelgerichte, Sachen, die man halt lang da oben auch halten kann. Erdäpfel, die gefriert halt relativ schnell, die schmecken dann nicht mehr so gut, aber und ganz am Anfang haben wir auch immer noch frisches Gemüse mit dabei, aber das ist dann auch irgendwann einmal gar. Ja. Ja, meine Frau konnte leider nicht kommen, sie ist auch Krankenschwester, aber keine Höhenbergsteigerin. Und also es wurde zu Hause bei uns ihr Buch gelesen und jetzt liest es meine Frau und sie brennt seit Tagen sozusagen nach einer Antwort auf die Frage, bei dem Lungenödem in der Höhe, ja, da schreiben Sie, man muss Wasser geben, trinken, weil normalerweise, wenn ein Lungenödem muss man Wasser entziehen und das beschäftigt Sie sehr, wie das wirklich ist. Ja, das stimmt, also es ist so im Krankenhaus, bei Lungenödem muss man Wasser abführen, aber Lungenödem in der Höhe, das entsteht halt oft einfach, weil man zu wenig trinkt, weil man sich überanstrengt hat, es tritt Wasser in die Lungen aus und da ist jetzt einmal das erste Mittel der Wahl, den Blutdruck, also überhaupt den Druck zu senken, da gibt man Nifedipin, das ist auch ein Notfallmedikament, was wir mit dabei haben und das Um und Auf ist dann beim Lungenödem aber schon, dass man sofort an Höhe verliert. Also das ist das Wichtigste und es ist oft schon so gewesen, dass dann, ja, wenn man 500 Höhenmeter tiefer war oder 1000 Höhenmeter tiefer, dass das dann wieder komplett weg gewesen ist. Ja. Und wichtig ist halt, ich sage echt im Vorfeld schon viel zu trinken, in seinen Körper reinzuhorchen, dass das gar nicht entstehen kann. Genau. Geht man dort vor, also sozusagen das, Karriere und das Alter? Ja, das war jetzt auch für uns der Punkt, dass wir die 8000er
wirklich vorgezogen haben, weil wir wissen, dass das so in der Art, wie es wir machen, also dass wir wirklich das aus eigener Kraft machen, auch keine Träger mit dabei haben, wirklich nur begrenzt machbar ist. Der Ralf, ich hätte gern, dass er auch ein Mikrofon hat, weil er kann da oft auch was dazu sagen. Es ist so, dass beim Ralf zum Beispiel die Regenerationsphase schon länger dauert. Das ist eins der Fakten, die da sind. Mit dem Alter wird das einfach mühsamer und der Trainingsaufwand wird natürlich mehr. Und darum war jetzt da gut, dass ich mich jetzt in dem Alter auf die 8000er konzentriert habe, weil ich weiß nicht, wie es mir in 5 Jahren geht oder ja, vielleicht auch schon in 3 Jahren. Jetzt bin ich körperlich und auch geistig in Form, in Topform für meine Begriffe halt. Und darum habe ich das jetzt vorgezogen. Und wir sind uns schon bewusst, dass das nicht mehr so lang geht und freuen uns auch darauf, niedrigere Berg zu besteigen, auf jeden Fall. Was mich interessieren würde, es braucht eine gewisse Zeit der Vorbereitung, also wenn man raufgeht, die Akklimatisation. Aber ist es umgekehrt auch so, wenn man oben war und man kommt dann ins Basislager zurück, dass man dann, bevor man heimfährt sozusagen, eine gewisse Zeit braucht, dass man sich erholt oder anpasst wieder? Also man braucht auf jeden Fall Zeit, dass man sich erholt, aber so zurück akklimatisieren von der Höhe her, das braucht man nicht. Also wir praktizieren das so in den letzten Jahren, dass wir schauen, dass wir nach dem Gipfelgang noch möglichst tief absteigen, also am besten ins Basislager runter sogar. Und das ist, haben wir halt erfahren, für unseren Körper, für die Psyche am allerbesten. Da können wir dann wieder ausreichend trinken. Und ja, viel mehr ist dann wieder die Umstellung vom Kopf her zurückzukommen. Also ich sage oft, die Seele, die kommt dann oft gar nicht nach. So schnell ist man dann wieder zurück und auch in Europa und der Kopf, die Gedanken sind dann von drüben. Aber vom Körper her braucht man sich dann nicht wieder langsam nach unten tasten. Sie haben uns jetzt sehr eindrücklich von vielen erfolgreichen und schönen 8000er Erlebnissen erzählt. Da würde mich jetzt interessieren, hat es auch irgendeinen 8000er gegeben, wo Sie gesagt haben, na, schön war das jetzt aber nicht, oder das hätte ich mir sparen können? Das ist einmal eine gute Frage. Also es gibt einen 8000er, wo ich wirklich sagen kann, das war eigentlich purer Stress. Das ist ein 8000er, wo ich bestimmt nie mehr zurückkehren möchte. Das kann ich von den wenigsten hohen Bergen sagen, aber Annapurna, das ist so ein Berg, wo wir wirklich großes Glück gehabt haben, dass wir da wieder gut runtergekommen sind. Und es war, ist glücklicherweise gut ausgegangen, war eine sehr wichtige Erfahrung für mich, für uns, was das Zwischenmenschliche betrifft, Entscheidungen zu treffen in ganz außergewöhnlichen Situationen. Und es ist so, dass an der Annapurna immer sehr viel Eisseracs runterbrechen und man hat das überhaupt nicht mehr im Griff, man kann nicht vernünftig ausweichen und damals habe ich mich einfach rein nur auf mein Bauchgefühl verlassen, also wir haben am Vortag entschieden, dass wir am nächsten Tag umkehren werden, weil das jetzt einfach das Risiko zu groß wird. Wir sind da aufgestiegen und das ist so ein sichelförmiger Eisserrack, der da drüber hängt und unter dem muss man zwingend links rausqueren. Und da war es dann so, dass ich habe in der Früh aussehen müssen aufs Klo, es war 5 in der Früh und habe gesehen, dass es wirklich ein traumhaft schöner Tag ist. Also es war kein Wolkerl am Himmel, es ist überhaupt kein Wind gegangen und solche Verhältnisse hat man eigentlich, ja es ist, war ein Jahrhunderttag wirklich. Und da habe ich dann zum Ralf gesagt, ich glaube, ich möchte es gern probieren. Mein Bauch hat mir wirklich gesagt, ich glaube, es geht. Das kann ich nicht vernünftig erklären, warum das so war. Ich habe es halt einfach gespürt. Und der Ralf hat gesagt, er trat um und hat sich aber dann doch letztendlich, um das kurz zu fassen, umentschieden. Und wir sind dann glücklicherweise am Gipfel gekommen und das war einer der Gipfel, wo ich den Gipfel eben nicht genießen habe können, wo dann schon ganz vorrangig war, da müssen wir jetzt wieder gut durchkommen, da müssen wir wieder gut runterkommen. Das hat uns die ganze Zeit voll beschäftigt und im Basislager nachher, also es ist alles gut gegangen mit viel Glück und im Basislager haben wir dann da ausführlichst drüber geredet beim
heimfahren noch, daheim noch ausführlich darüber geredet, wie wir in Zukunft mit solchen Situationen umgehen, wenn vor allem einer weiter will, der andere will umdrehen und sich dann doch umentscheidet. Das hat große Diskussionen ausgelöst und war sehr wichtig für uns auch, die Entscheidung, die Erfahrung zu machen. Ja, aber das ist jetzt ein Berg, wo ich nicht mehr zurückkehren möchte. Ja, Frau Kaltenbrunner, eine Frage. Haben Sie eigene Techniken, wenn Sie in richtige Stresssituationen kommen, weil irgendwelche Steinschläge oder derartige Sachen runterkommen, dass Adrenalin ausgeschüttet wird, die Sie eben bewusst praktizieren, um wieder von den Emotionen runterzukommen und wieder cool zu werden? Und das Zweite noch dazu, wir haben heute schon sehr viel über Kälte auch gehört. Das ist ja extrem kalt in den Dimensionen der Drogen. Das muss man physisch einmal aushalten. Aber Kälte ist ja auch eine enorme psychische Belastung. Haben Sie ja auch eigene Techniken, die Sie oder Ihre Kollegen anwenden, um mit dem umzugehen? Ja, also ich für mich selber habe mir angewohnt, mir im Vorfeld, also das ist fast ein Ritual, was ich immer im Basislager praktiziere, dass ich mich zurückziehe und ganz bewusst alle möglichen Situationen durchgehe, die auf mich zukommen könnten. Das fängt an von der tiefen Spurarbeit bis zum Bauch über womöglich ein Lawinenabgang, Steinschlag, starker Sturm und extreme Kötten natürlich, aber ich hole mir dann genauso die wunderschönen Momente her. Also das gehe ich am ganzen Nachmittag im Kopf alles durch, das stelle ich mir bildlich vor und da kann ich mir auch, oder das ist automatisch da, da steigert ich mir voll in das rein und versuche dann trotzdem mir ganz bewusst vorzunehmen, wann das eintreten sollte, dann muss ich Ruhe bewahren, nur keine Panik. Und das gelingt mir da oben wirklich gut. Also es waren schon oft Situationen, die eben aufs Äußerste kritisch waren. Wenn ich jetzt zum Beispiel an die Shisha Bangma Südwand denke, das war 2005, da sind wir mehr oder weniger so in der Falle gesessen. Das war wirklich so eine kleine Bösnischen, wo wir unser Zelt aufgebaut haben. Sind dort nicht weggekommen, es war in der Rinn selber große Lawinengefahr, wir hätten weder auf noch absteigen können, das war auf 7400 Meter in etwa. Wir haben gewusst, dass das Gas jetzt langsam gar wird, das wir unbedingt brauchen, um Schnee zu schmelzen. Trinken ist da oben überlebensnotwendig und da kann ich mich dann echt so programmieren, da kann ich das abrufen, okay, und jetzt Ruhe bewahren, weil ich kann die Situation in dem Moment nicht ändern, die ist so und die muss ich so annehmen, wie sie ist. Und das gelingt mir dann gut, dass ich gerade in solchen Situationen komplett ruhig wird. Das wundert sich der Ralf auch oft drüber, dass das so funktioniert, aber glücklicherweise geht es. Und ich glaube, dass das sicher damit zusammenhängt, dass ich mir im Vorfeld diese möglichen Situationen schon richtig vorstelle. Und die extreme Kötten, da muss ich dazu sagen, dass ich die Kötten generell viel lieber habe wie die Wärme, also wenn es schneit und kalt ist draußen, taugt es mir auch daheim am meisten, der Winter. Und da oben ist aber dann schon oft so, dass am Kanchenjunga wieder, um ein Beispiel zu nennen, nach dem Gipfelgang sind wir in einen Wettersturz gekommen und da hat man die Kötten auch psychisch richtig zugesetzt. Da war es nicht mehr möglich, Schnee zu schmelzen, es hat so stark gestürmt, dass man wirklich nur noch in die Zelthaut reingeschlafen sind und am Eis gesessen sind. Und da habe ich gemerkt, wie es jetzt die Köten sozusagen zum Zentrum kriegt. Und da habe ich mir dann wirklich einmal nur gedacht, bitte lass das vorbeigehen. Also da habe ich wirklich bett, dass die Nacht gut um mich geht. Und in dem Moment, wo dann der Sturm nachlassen hat, haben wir dann Schnee geschmolzen, was Heißes getrunken und dann ist schon wieder vorwärts gegangen. Und ich bemühe mich, beziehungsweise es ist dann automatisch da, dass ich das Negative nicht aufkommen lasse. Also ich denke dann nur an den positiven Ausgang, alles andere ist dann nicht mehr da und zum Glück war es bisher jetzt immer so, dass es positiv ausgegangen ist. Und so habe ich dann auch Ruhe bewahren können. Ja. Ja, und zwar, ich hätte die Frage, man braucht ja dazu eine Genehmigung, um auf so einen Gipfel zu gehen. Ist das, dauert das lange, ist das schwierig oder wie wird das vergeben? Und wie schaut das auch finanziell aus, so eine Expedition durchzuführen? Also man braucht für alle 8000er eine Genehmigung, aber auch für alle 7000er und auch für 6000er. Also da gibt es bei den 6000ern ist das dann abgestuft, ob man eine Expeditionsgenehmigung
braucht oder nur ein Tracking-Permit, wie das sozusagen heißt. Und da muss man im Vorfeld schon ansuchen. Meistens bei uns ist es halt so, dass wir immer schon ein Jahr vorher wissen, was wir das Jahr drauf machen. Und wenn wir dann in Kathmandu sind oder in Pakistan, dann sprechen wir schon vor Ort mit der Agentur, dass wir die Genehmigung gern hätten. Und das war vor vielen Jahren noch ein großes Problem. Da war es halt sehr, sehr aufwendig, so eine Genehmigung zu kriegen. Da war es einmal so, was ich gar nicht schlecht gefunden habe, dass nur gewisse Genehmigungen vergeben worden sind für einen Berg. So war das einfach limitiert. Und mittlerweile geht es aber, dass wirklich mal leicht und jeder eine Genehmigung kriegen kann. Vom Kostenpunkt ist so, dass die Genehmigungen zwischen $10,000 und aber bis $70,000 kosten. Also nur Genehmigungszettel, wo draufsteht, man darf eben den Everest besteigen zum Beispiel. Also der Everest, das höchste von der nepalesischen Seite, ist der teuerste. Genau. Ja. Gern. Ja, jetzt hätte ich noch kurz eine Frage. Der Herr hat es vorhin erwähnt, Vorbildwirkung, die Sie ja zweifelsohne haben. Was Entschuldigung, Sie, jetzt könnten Sie noch, ich habe Sie jetzt nicht so gut verstanden. Sie sind ja praktisch auch ein Rollenmodell, ein Vorbild für Jugendliche. Was würden Sie einem 11-jährigen Mädchen heute sagen, wenn es sagt, ihr Ziel ist sozusagen dasselbe zu erreichen wie Sie? Was würden Sie ihr mitgeben auf den Weg? Das Nette oder Erstaunliche ist, dass relativ viel zum Teil auch 10-jährige Kinder bei meinen Vorträgen oder nach meinen Vorträgen herkommen und sagen, ja, sie möchten auch gerne mal einen hohen Berg besteigen. Natürlich sage ich, ja, das freut mich aber, das ist so das Erste, dass jemand Bergbegeisterung mitbringt. Und dann kann ich einfach nur empfehlen, dass halt klar anfangen. Die meisten, die da zu meinen Vorträgen kommen, die haben schon viel Kontakt mit der Bergwelt gehabt, auch zum Teil mit Klettern. Und kann ich einfach nur empfehlen, da dran zu bleiben und sie langsam heranzutasten und vor allem die Natur wirklich so annehmen, wie sie ist und nichts erzwingen wollen. Um das vielleicht auch noch kurz aufzugreifen, wir haben jetzt im Tibet einen 13-Jährigen getroffen, der den Everest bestiegen hat. Das haben sicher einige von euch mitgekriegt da. Zum einen muss ich sagen, der Bub hat nicht ausgeschaut wie 13, sondern eher wie 17, 18. Und da waren auch die Eltern dabei. Und da haben die Eltern ihm gesagt, ja, er hat als 6-Jähriger schon gesagt, er möchte gerne mal am Everest steigen. Also ich glaube, dass das schon viele Kinder einfach einmal so aussprechen und sagen, boah, irgendwann möchte ich einen Everest besteigen, klar. Und die haben das stark unterstützt. Aber ich glaube, also was heißt ich glaube? Ich glaube, das ist jedem klar, dass mit 13 das einfach vom körperlichen und auch vom psychischen her einfach eine totale Überforderung ist. Er hat das zwar nicht so gesehen, es war ganz interessant, da das von ihm zu erfahren. Und mittlerweile ist er so, nur am Rande, dass ein Alterslimit eingeführt worden ist. Also es dürfen keine unter 17-Jährigen mehr, 17 oder 18, 17-Jährigen, und keine über 60-Jährigen mehr am Everest. Ich meine, das mit 60, das finde ich jetzt wieder krass, weil wir haben wirklich viel 60-Jährige getroffen, die topfit sind. Und da finde ich, ist das schon ein sehr hartes Limit. Aber Kindern versuche ich dann einfach auch bei meinen Vorträgen, die zum Teil auch nur für Schüler halte, das freut mich auch ganz besonders, mit am Weg zu geben, dass ihre Ziele, die sie sich stecken, auf jeden Fall erreichen können und Schritt für Schritt angehen und ihnen einfach ein Gefühl für die Natur, für die Bergwelt, für die Bewegung in der Natur mitzugeben. Und das freut mich immer voll, wenn es dann eineinhalb Stunden oder eine Stunde 15 voll still ist und die dann interessanterweise ganz andere Fragen stellen wie Erwachsene. Also es ist so erstaunlich, was Kinder bewegt, die meinen Vortrag sehen und was im Erwachsene bewegt. Ja, ich weiß nicht von der Zeit her, glaube ich. Sie müssen ja dann auch bald wieder los. Ja, schon, nein, die Zeit ist schnell vergangen. Ja, also ich danke Ihnen ganz herzlich für den spannenden Vortrag und ganz herzlich für die ausführliche Beantwortung der Fragen. Sehr gerne. Wir haben uns sehr gefreut, dass Sie hier waren und wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihre weiteren Vorhaben. Auch Ihnen, besonders gemeinsam. Es war ganz großartig. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank. Danke. Dankeschön.
Danke. Danke vielmals.